zu. Guten Morgen. Morgen. Ich habe gar nicht mitgekriegt, dass du schon aufgestanden bist. Ich bin die ganze Nacht hier wach gelegen. Hey, jetzt mach dir nicht so einen Kopf. Die Kollektion ist eingeschlagen wie eine Bombe. Man kann ja kaum ein Magazin aufmachen, ohne dass einem nicht einer deiner Entwürfe begegnet. Ja, das war die Kür. Jetzt kommt die eigentliche Arbeit. Wieso? Ja, die Herausforderung besteht jetzt darin, aus den Modellen eine Linie zu machen, die dann in den Boutiquen hängt. In allen Größen und so produzierbar, dass es sich rechnet. Verstehe. Dafür müssen jetzt weitere Shootings gemacht werden, für Kataloge, Einkäufer. Und die Kleider müssen international funktionieren. Für die Japanerin, für die Millionärsgattin in Kitzbühel. Der weibliche Körper ist eben überall anders. Wem sagst du das? Ja, ich kenne mich eben aus. Oh, was ist denn das für ein Sound? Ach, das ist Tanja. Habe ich extra eingerichtet, dass ich weiß, wann sie anruft. Ich muss mal ran. Tanja? Ja, verstehe. Entschuldige. Verdammt. Ja, ich bin unterwegs. Ja, ciao. Ist was passiert? Unser Topmodel Elena Lukowski hat sich beim Mountainbiken die Zähne ausgeschlagen und jetzt sitzt sie beim Zahnarzt und es ist noch unklar, ob das wieder bis zum Shooting optisch wieder hingebogen werden kann. Nein, was machst du denn jetzt? Kreativ sein, ich muss los. Tut mir leid, mach dir einen schönen Tag. Ja, du auch. Das hier muss auch noch fürs Fitting nach oben. Und halten Sie mich bitte auf dem Laufenden, was mit Elna ist, ja? Danke. Tristan. Ist ein seltener Besuch. Ich suche Ansgar. Wir müssen noch was klären wegen des Kredits für Hans Gestüt. Wahrscheinlich sitzt er wieder in seinem Lieblingsbüro und treibt Tanja in den Wahnsinn. Sag mal, ist alles in Ordnung bei dir? Was soll sein? Ich weiß auch nicht. Du bist in letzter Zeit so wütend. Dein Auftritt bei Papas Abschiedsessen. Er wollte seine Reha knicken und wegen dir ist Elisabeth jetzt nicht mitgefahren. Ja, zum Glück. Jetzt kann sie ihre ganze Fürsorge auf mich konzentrieren. Tristan, wir müssen reden. Sie macht sich nur Sorgen. Wie wir alle. Ist das wegen Bella? Du bist verliebt in sie. Also ich glaube, du machst einen Fehler, wenn du euch beiden keine Chance gibst. Ich sollte vielleicht einfach mal wegfahren und alles hinter mir lassen. Ja. Mit etwas Abstand sieht man die Dinge manchmal klarer. Wo steckt diese Catering-Kröte? Hallo, Tanja. Sag mal, ist Rebecca im Atelier? Na, das will ich hoffen. Danke. Ja, warte mal, wo willst du denn hin? Wohin wohl? Hör zu, Marlene, ich weiß, dass dir gerade so ein bisschen langweilig ist tagsüber nach deinem Karriereende, aber Rebecca arbeitet hier. Ja, und das heißt? Das heißt, dass sie keine Zeit hat, an dir rumzufummeln oder was auch immer ihr so treibt. Wir haben gleich ein Fitting und ein Shooting, also sie braucht jede Minute Wiedersehen. Warum bist denn du so giftig zu mir? Ach, weil dieses dämliche Model, das unser Kataloggesicht werden sollte, unbedingt mit dem Fahrrad durch den Wald rasen musste und wir hinken total hinterher mit dem Zeitplan, weil kein Schwein seinen Job macht. Ja, jetzt komm mal wieder runter, Tanja, ich hab's ja verstanden. Frau von Lahnstein? Ja. Wer sind Sie? Und Sie haben mich selbst eingestellt. Ich arbeite im Sekretariat. Schön, was machen Sie denn hier? Die Modelagentur rief an. Der Kieferchirurg von Elena Lukowski wird es nicht rechtzeitig hinkriegen. Siehst du? Ich hab's doch gesagt, es sind alles Amateure. Sieht so aus, als könntet ihr hier mal einen Profi gebrauchen. So, ich mache hier noch zwei Abstecker. Gut, das weißt du, kannst dich umziehen bei dir. Nächste bitte. Sehr schön. Kannst du dich mal bitte... Was machst du denn hier? Hallo, ich bin Trixie Fuchs. Euer Ersatz. Ich komme aufs Titelblatt. Aha. Du wolltest, dass ich mich umdrehe? Ja. Okay, Trixie. Dann zeig mal, was du drauf hast. So gut sah das Kleid nicht mehr bei der Modenschau aus. Das ist der absolute Hammer. Das ist das Herzstück der Kollektion.
Da stecken 200 Arbeitsstunden drin. Und ich? Ich muss schon sagen, Trixi, dafür, dass du erst ein paar Stunden im Geschäft bist, ziemlich professionell. Aber hier würde ich trotzdem gerne noch einen Abnäher machen. Was hältst du davon, wenn wir einen Abstecher machen? Und zwar am besten in die Umkleidekabine. Der Zeitpunkt ist nicht so günstig. Aber mir ist gerade so heiß. Na, Trixi, kann es sein, dass du gerade versuchst, die Designerin zu verführen? Ich habe gehört, das wirkt sich äußerst positiv auf die Karriere aus. Soll ich euch mal sagen, was sich eher ungünstig auf die Karriere auswirkt? Was machst du noch hier? Oh Gott, eigentlich habe ich gar nichts anderes erwartet, aber du hast hier einen Job, verdammt nochmal, du bist Chefdesignerin. Komm wieder runter, Tanja. Mädels, das hier ist ein Modehaus. Keine lesbische Dampfsauna. In ein paar Stunden findet unser Shooting statt. Und wenn das kein Erfolg wird, dann können wir die Kollektion vergessen. Ist okay. Und du, Trixi, steckst jetzt aus diesem Kleid. Und hinterher wird keine Paillette fehlen. Haben wir uns verstanden? Das, wenn Tanja so tut, als wäre sie hier der einzige Profi im ganzen Haus. Ich weiß, tut mir leid. Wobei, bei mir war es ja auch ganz witzig. Also ich konnte da nichts Witziges dran erkennen. Das ist ein Modehaus und keine lesbische Dampfsauna. Was machst du da eigentlich? Naja, du hast Tanja doch gehört. Ich versuche, aus diesem Kleid rauszukommen, und zwar ohne, dass auch nur eine einzige Paillette fehlt. Das habe ich aber auch schon eleganter gesehen, Trixi. Du, ich gebe mir wirklich Mühe. Das ist jetzt nicht passiert. Das ist das wichtigste Modell für das Shooting. Verdammt noch mal, Marlene! Wieso passiert sowas? Wieso passiert das ausgerechnet heute, wo ich eh schon nicht weiß, wo mir der Kopf steht? Das tut mir leid. Das bringt mich jetzt auch nicht weiter. Wenn Tanja bemerkt, dass das Kleid am Arsch ist, dann bringt die mich um. Ja, ich weiß, es ist eine Katastrophe, aber doch nur eine kleine. Ich meine, schlussendlich ist es nur ein Kleid. Ja, nur ein Kleid, aber das ist meine Arbeit. Verstehst du, meine Leidenschaft? Ich habe meine ganze Fantasie da reingesteckt. Habe ich es doch nicht gemeint. Ihr ist im Vergleich zu einem Flugzeugabsturz oder Erdbeben. Komm, Marlene, ich glaube, es ist besser, wenn du jetzt gehst. Ich muss hier meine Arbeit machen. Ich will nämlich meinen Job behalten. Hey, Tanja, hey. Du, wir sind hier gerade fertig. Sag mal, hast du nicht Lust, was mit mir essen zu gehen? Nein, ich habe keine Zeit. Ach komm, schon, du hast ja auch meine Pause verdient. Ja, wenn du dann die ganze Zeit ohne Punkt und Komma auf mich einquatscht, dann ist es keine Pause mehr. Du magst es doch, wenn ich dir so ein bisschen auf die Nerven gehe, oder? Wenigstens hast du aufgehört, an deiner Freundin rumzufummeln. Okay, ein Kaffee und ein Catering, mein letztes Wort. Die Fotografin ist da. Ich soll auch fragen, was mit dem zerrissenen Kleid ist. Wie weit seid ihr? Hat man dir das in New York beigebracht, Kleider zu zerfetzen? Ich bekomme das wieder hin. Ich habe das Kleid zerrissen. Rebecca kann überhaupt nichts dafür. Da ist nichts wieder hinzukriegen. Du musst es neu machen. Das weiß ich. Ich bin ja schon dabei. Und das Shooting können wir auch knicken. Es war keine Absicht, falls sich das beruhigt. Tanja. Hast du eine Ahnung, was es mich kostet, dieses Shooting zu verschieben? Ja, das weiß ich, Tanja. Und es tut mir leid. Jetzt hör mir mal gut zu. Du bist hier keine trottelige Praktikantin, Rebecca. Du bist hier die Chefdesignerin. Erst erwische ich dich, wie du mit deiner Freundin rummachst und dich nicht mit der Arbeit beschäftigst. Und jetzt auch noch das hier. Kannst du mir sagen, was das soll? Schluss damit jetzt. Ich habe das Kleid zerrissen. Rebecca versucht es doch nur wieder heil zu machen. Und was passiert ist, ist passiert. Es hilft nichts, wenn du hier rumbrüllst. Und was wolltest du machen? Ein bisschen Topmodel spielen? Nein, ich wollte helfen. Nein, du wolltest fummeln. Das stimmt überhaupt nicht. Weißt du, was dein Problem ist, Marlene? Dir ist langweilig, weil dir das Publikum fehlt und deine Karriere zu Ende ist. Aber ich sag dir jetzt mal eins. Du hörst jetzt auf, die Leute von der Arbeit abzuhalten. Hast du mich verstanden? Du bist sauer auf mich? Wer hat dir gerade das Kleid zerrissen und wer den Ärger kassiert? Ja, aber ich habe dir beigestanden. Und du? Du stehst daneben und guckst zu, wie Tanja mich fertig macht. Es tut mir leid, ich hatte einfach keine Lust, mich weiter von ihr ankeifen zu lassen. Aber wir hätten es doch auch zusammen durchstehen können. Ich meine, du hattest auch deinen Spaß, als ich für dieses Model eingesprungen bin. Ja, zuerst schon. Ach, zuerst schon. Und was ist dann passiert? Sag mal, siehst du eigentlich, was ich hier gerade tue? Weißt du, ich muss dafür sorgen, dass unsere Kollektion über die Theke geht und ein Verkaufsschlager wird. Und du hast innerhalb von ein paar Sekunden meine ganze Arbeit ruiniert. Aber doch nicht mit Absicht. Das weiß ich. Trotzdem muss ich die ganze Nacht durcharbeiten und nicht du. Das ist immer was ganz was Neues. Du arbeitest fast jede Nacht durch.
Das ist auch der Grund, warum ich überhaupt gekommen bin, wieso ich diese hirnrissige Idee hatte, diese Elena Dingskowski überhaupt zu ersetzen. Wie meinst du das? Damit wir uns überhaupt noch sehen und uns nahe sein können. Ich hatte Sehnsucht nach dir. Marlene, tut mir leid, dass ich dich vermisst habe. Ich werde dich jetzt auch nicht mehr stören. Hallo. Hey. Bist du denn hier? Ich dachte, du musst die nächsten 1000 Stunden arbeiten. Ja. Aber vorher müssen wir noch was klären. Ja, ja, müssen wir das. Du warst sehr deutlich vorhin. Nicht so deutlich wie du. Du warst so deutlich, dass es sogar ich begriffen habe. Ich habe mit Tanja geredet. Über mich und meinen Dilettantismus? Nein, über mich und mein Arbeitspensum. Was ist dabei rausgekommen? Naja, erstmal eine Mittagspause. Leider nur ganz kurz, weil ich mich danach wieder ans Kleid setzen muss, aber nach dem Shooting, da komme ich ganz pünktlich aus dem Atelier. Versprochen. Und Tanja war damit einverstanden? Naja, ich habe ihr gesagt, dass es für den Erhalt meiner kreativen Energie wichtig ist. Und weißt du warum? Weil du mir fehlst. Meinst du das ernst? Ja. Ich brauche deine Nähe und die Zeit, die wir miteinander verbringen. Und ich möchte, dass wir das in Zukunft öfter hinkriegen. Du bist zwar ein Katastrophenmodel, aber ich habe mich wirklich gefreut, dass du heute bei mir warst. Trixi. Das war mir das Kleid allemal wert.